Jetzt machen wir weiter mit dem modernsten Wasserionisierer und ECA-Anlage, also Electrochemically Activated Wasseranlage. Das heißt, er hat hier einen Auslass und hier einen zweiten. Das ist der AquaVolta ECA Plus. Wir nennen ihn auch Water Traktor. Irgendwie geht der Name Traktor bei dem ganz gut, weil er wirklich sehr, sehr stark basisches Wasser produzieren kann. Hier aus diesem Auslass. Das geht wie folgt. Ich mache an. Das Wasser kommt raus. Der Durchfluss ist recht hoch. Ich reduziere ihn mal. Ja. 1,5. Und jetzt sieht man, wie die Blasen da rausgehen. Ähnlich wie beim EOS Touch, aber man kann ja mit dem Durchfluss nochmal runter. Das ist jetzt so der Minimaldurchfluss. Und hier haben wir die höchsten Wasserstoffgehälter und pH-Werte geschafft. 11,2 war das Endergebnis hier in München bei Maximal. Und der Vorteil dieses Gerätes ist, er hat noch eine zweite Funktion, nämlich wenn ich hier auf diesen Knopf drücke, dann fängt es an, hier aus diesem Auslass rauszukommen. Und er fließt jetzt durch seine zweite Wasserzelle. Er hat nämlich zwei Wasserzellen. Die eine Wasserzelle ist, um normal basisches Wasser zu produzieren. Die andere Wasserzelle ist hier. Da wird dann Salz aus diesem Fach entnommen und das mit durch diese zu hörende Pumpe in das Wasser mit rein dosiert. Das heißt, das Wasser wird leicht gesalzen und dann erst elektrolysiert. Und er reinigt sich jedes Mal am Anfang. Und jetzt sieht man sehr, 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 sehr milchiges Wasser. Jetzt ist er auf Acidic. Ich drücke ihn mal auf Alkaline, damit hier das basische Wasser rauskommt, damit ich euch mal zeigen kann, wie es so knallen kann aus so einem Wasserionisierer, weil im Endeffekt die Bläschen sind Wasserstoff. Das ist sehr, sehr viel. Also hier haben wir Werte erreicht, wie wir es kennen von diesem großen Industrieionisierer. Und der Durchfluss ist gar nicht so wenig. Der ist wirklich stark. Also hier kommt jetzt 1,3 Liter Wasser pro Minute durch. Ein Teil geht hier raus und der andere Teil geht da raus. Das heißt 0,6 Liter pro Minute kann man sagen. Das hier hat 12,5 etwa pH. Redox in Richtung 1000 Millivolt. Und Wasserstoffübersättigung über 1600 Parts per Billion. Jetzt trinke ich dieses Wasser, stark basisches Wasser, um zu beweisen, dass es kein Thema ist, sehr, sehr stark basisches Wasser zu trinken. Aber dieses Wasser sollte man dann eben in kleinen Mengen genießen, auch schaukelnd. Vielleicht mal dieses Wasser und das. Es gibt noch zig Anwendungsmöglichkeiten. Ich mache das Gerät mal aus. Das schmeckt sehr stark basisch, cremig kann man schon sagen. Wenn Kalzium im Wasser ist, dann flockt da auch was aus. Deswegen nutzt man normalerweise bei den Industrieionisierern, die dann gleich 10.000 Euro mehr kosten, aber auch nicht mehr können wie diese Anlage, eher weniger, nutzt man immer voll enthärtetes Wasser. Also Kalzium ist für diese Funktion nicht so erwünscht. Und das Salz kann Himalaya-Salz sein, alle möglichen Salzsorten. Ungefähr 18 Gramm kommen da rein, ich würde 20 Gramm empfehlen. Und er hat zwei schöne große Filter, die kann man auch sehr leicht austauschen hier, zack. Schon ist der erste Filter draußen und so beim zweiten auch. Der zweite Filter hat einen Hohlfasermembranfilter drin, was sehr selten ist bei Wasserionisierern. Und dafür kann er Bakterien und Viren hundertprozentig rausfiltern, wobei ich aber auch dabei bin, für diese Marke und für fast alle meine Hauptgeräte dann auch Hohlfaserfilterversionen anzubieten. Die Filter werden aber dann natürlich nochmal 30 Euro circa teurer sein. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, zwei riesige große Wasserzellen, also größer wie die Standardwasserzellen desselben Herstellers, der Moses 7 hier, das ist ja auch vom selben Hersteller, der hat zum Beispiel solche Elektroden, der hat größere. Und 9 davon, um hier aus diesem Auslass basisches Wasser zu produzieren. Und eine zweite Wasserzelle, beide sind hier versteckt, für diesen Auslass, um das super saure und super basische Wasser zu produzieren. Das heißt, größer, stärker geht es nicht mehr. Deswegen kann man auch bei 1,5 bis 2 Liter pro Minute ohne Probleme bei kalkhaltigem Wasser immer noch starke Werte erhalten. Hier ein, wie das Wasser jetzt ausschaut.
Ja, und da kann ich nur sagen, wenn jemand da professionell mit Wasser arbeiten möchte, zwischen pH 2,2 und 12,5 oder pH, ich sag mal 5 schaffen wir auch, bis pH 11,5, hieraus ohne Salzzugabe produzieren möchte, gerade Therapeuten, aber auch Landwirte und alle möglichen Menschen, die viel mit verschiedenen funktionellen Wassern anfangen möchte, kann ich nur dieses frisch auf den Markt gekommene Gerät sehr, sehr empfehlen. Also wenn ich mir von allen Ionisierern einen aussuchen sollte und Platz kein Thema wäre, dann wäre es natürlich dieser hier, denn ich bin ja auch natürlich Wasserprofi. Und dann würde ich aber trotzdem einen kleinen zum Mitnehmen haben für den Urlaub. Somit, jeder, der professionell arbeiten will, das ist ihr Gerät. Serviço de alto-falante, gordo pá da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço. Pra falar de uma vez pra esse moço, carnaval não é esse colosso. Nossa escola raiz é madeira.